Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Ich habe eine der auf 300 Stück limitierten Excel 95 Pfeifen und da gibt es natürlich sofort einen Ersteindruck für euch. Sollte euch das Ganze gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder Abo da und jetzt viel Spaß beim Video. So, da bin ich wieder mit der Excel 95 Pfeife von The Hookah. Ich war heute mit dem Chris aka Shisha Gott und dem Marius About Hookah bei The Hookah und dort konnte ich eine der Pfeifen mitnehmen, die wie gesagt auf 300 Stück limitiert ist, also für Excel-Fans auf jeden Fall ein Sammlerobjekt. Sammlerobjekte haben ja meistens so ihren Preis, so auch die Pfeife. Sie kostet 175 Euro im Komplettset, aber da muss man noch dazu sagen, dass ein Teil von dem Gewinn auf jeden Fall an einen guten Zweck geht. An welchen genau wird The Hookah dann noch bekannt geben, da weiß man im Moment noch nicht mehr dazu. Was man auch noch dazu sagen muss, ist, dass die Pfeife fast komplett handmade ist. Also sowohl die Rauchsäule als auch die Bowl sind komplett handmade und auch handpainted. Was ich auf jeden Fall ziemlich krass finde und den Preis natürlich auch ein kleines bisschen rechtfertigt. Was ihr dazu bekommt, ist auch ziemlich krass. Die Pfeife kommt nämlich in einem Komplettset. Das heißt, ihr habt nicht nur diesen Schlauch und dieses Mundstück dabei, sondern auch eine Schlauchfeder, die ich gerade noch nicht dran habe. Aber ihr habt auch noch dabei eine Kohlezange, einen Kopf und einen Kaminaufsatz. Das heißt, Tabak in den Kopf rein, Wasser und in die Pfeife und ihr könnt direkt losrauchen. Als erstes reden wir wie gewohnt über den Aufbau. Ihr wisst ja, in den Reviews haben wir da immer einen kompletten Aufbau mit dabei. Bei dem Ersteindruck gehen wir das einfach gerade zusammen durch. Die Pfeife ist relativ simpel aufgebaut. Also ihr habt oben natürlich den Kohleteller, der sich normal unten mit dem 18/8er Schliff und dem Kopfadapter oben verschraubt und dann so mit 1 ergibt. Dann geht das Ganze schon über in die Rauchsäule, die aus Borosilikatglas ist und in dem typischen Motiv von Excel gehalten ist. Das Ganze dann noch rot angemalt. Das geht dann mit einem großen Schliff unten in die Bowl über. Die ist auch aus Borosilikatglas und wie gesagt auch per Hand angemalt. Unten habt ihr dann eine Fassung für ein Gewinde. Da kommt das Tauchrohr rein und in dem Tauchrohr unten ist dann noch ein Diffusor integriert. Der ist nicht abschraubbar, aber ich finde das auch nicht schlimm, weil weniger als diese Diffusorleistung würde ich sowieso niemals haben wollen. Auf der einen Seite habt ihr ein Ausblasventil und auf der anderen Seite habt ihr ganz normal einen Schlauchanschluss mit 18/8er Schliff. Das heißt, wenn ihr das möchtet, könnt ihr natürlich auch andere benutzen, aber der passt halt extrem gut zu der Pfeife. Und dann kommen wir bald wie gewohnt als nächstes zu der Verarbeitung. Und da kann man sagen, das ist, wie man das von The Hookah schon kennt, sehr gut verarbeitet. Manchmal dauert es eine kleine Sekunde, bis man den Ansatz von einem Gewinde getroffen hat, aber sobald man das Gewinde dran hat, laufen die auf jeden Fall butterweich und auch die Glasschliffe laufen sehr, sehr gut. Gibt also nichts, was ich an der Verarbeitung zu bemängeln hätte. Das Einzige, was man so erwähnen könnte, ist, dass hier oder da die Farbe nicht perfekt aufgetragen ist. Also es gibt ganz kleine Stellen, wo man mal eine Lücke sieht, aber da muss man halt auch wieder erwähnen, das Ganze wird halt wie gesagt per Hand angemalt und das sind auch nur Menschen, da passieren halt kleinere Fehler. Aber ich habe auf jeden Fall keine groben Fehler gesehen, wo das irgendwie direkt auffallen würde. Also wenn die Pfeife auf dem Tisch steht, sieht man da auf jeden Fall nichts. Da muss man schon sehr genau hingucken, dass man da irgendwie einen Farbklecks oder ein kleines Stück fehlende Farbe überhaupt sieht. Als nächstes kommen wir zu dem wahrscheinlich polarisierendsten Punkt, was diese Pfeife angeht und das ist die Optik. Ich habe es auf Insta schon so ein bisschen mitbekommen, die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Es gibt absolute Hate-Kommentare auf Facebook, wie man sowas überhaupt produzieren kann und wie hässlich doch diese Pfeife ist. Andere sagen, sie feiern absolut dieses Burger- und Excel-Design. Ich will da gar nicht zu sehr drüber urteilen, aber was ich euch auf jeden Fall darüber sagen möchte ist, ich finde die Idee cool, dass es dem Tattoo auf Excels Arm nachempfunden ist. Ich meine, es ist seine Pfeife, das sollte auch sein Design irgendwo sein. Und
Ich finde es eine witzige Idee mit dem Burger. Es ist auf jeden Fall definitiv mal was anderes, was man so noch nicht gesehen hat. Und ich finde es eigentlich ganz cool, aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen so, Digga, ehrlich, ein fetter Typ als Rauchsäule und ein Burger als Bowl, was ist da los? Aber wie gesagt, dadurch, dass es halt Axels Pfeife ist und sie Axels Tattoo nachempfunden ist, finde ich es eigentlich ganz witzig. Nach der Optik reden wir einmal über das Rauchverhalten und ich muss ganz ehrlich dazu sagen, es ist erst der zweite Kopf, den ich in dieser Pfeife rauche. Also haltet das bitte im Hinterkopf, das sind jetzt nur meine ersten Eindrücke, aber wie gesagt, es ist ja auch nur ein Ersteindruck, deswegen ist das, denke ich mal, fair. Was man aber auf jeden Fall über die Pfeife sagen kann, der Durchzug ist brachial. Also ihr habt natürlich auch keine Kugel drin, weil sie als Einschlauchpfeife konzipiert ist, aber der Durchzug ist wirklich extremst gut. Der Diffusor ist nicht so krass, da hätte man, wenn man den komplett still haben wollen würde, definitiv noch ein paar Löcher reinbohren können. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass sie noch ein bisschen blubbert und ich denke, ohne die paar Diffusorlöcher wäre sie mir auch ein Ticken zu laut. Also ich finde den Zwiespalter eigentlich ganz gut, beziehungsweise den Spagat ganz gut gehalten und lässt sich auf jeden Fall sehr entspannt rauchen. Der Anzug ist relativ direkt und der Durchzug ist auch da, von daher auf jeden Fall alles top. Wir sagen es ja immer wieder, die Pfeife hat am wenigsten mit der Rauchentwicklung zu tun. Der gute Kopfbau ist entscheidend, die Pfeife muss lediglich dicht sein und vielleicht ein Minimum an Durchzug haben, aber dann macht die Pfeife da eigentlich nicht aus. Trotzdem zeige ich euch einfach mal, wie viel Rauch da jetzt bei einem kurzen Zug schon rauskommt. Ich nehme einfach mal einen kompletten Zug und ihr schaut euch einfach mal die Rauchentwicklung an. Aber wie gesagt, das liegt eher an dem Kopf, den mir übrigens auch der Chris eben noch gebaut hat, weil ich hier schon am Film war. Also danke an der Stelle nochmal an dich. So, jetzt kommen wir aber zum Zug und ihr schaut es euch einfach mal an. So, ihr habt die Rauchentwicklung gesehen, aber wie gesagt, hängt die natürlich nicht von der Pfeife ab. Was bei dem Test gerade viel, viel wichtiger ist, dass ihr gesehen habt, wie kurz ich nur ziehen muss, um einen vollen Zug zu nehmen und dann könnt ihr euch den Durchzug von der Pfeife auch schon vorstellen. Abschließendes Fazit auf jeden Fall zum Rauchverhalten, lässt sich entspannt rauchen und qualmt sehr gut bei gutem Kopfbau. Von daher auch definitiv einen Daumen nach oben. Normal würde jetzt an der Stelle unser Fazit folgen. Bei einem richtigen Review gehört das auf jeden Fall dazu. Da ich die Pfeife jetzt aber erst zweimal geraucht habe, kann ich euch da schlecht ein Fazit geben, wie sich die Pfeife so bei längerer Rauchdauer oder auch nach ein paar Monaten noch verhält. Ich denke aber, dass ich da meine Erfahrung von den anderen The Hookah-Pfeifen einfach nehmen kann und auf die übertragen kann. Und bei den anderen hatte ich auf jeden Fall auch nach Wochen und Monaten keine Probleme mit der Verarbeitung, mit der Dichtigkeit, dass irgendwelche Gewinde auf einmal nicht mehr laufen oder so. Ich denke, das Fazit für diese Pfeife würde am meisten davon abhängen, ob ihr Axel-Fans seid, ob ihr feiert, was er macht und ob euch das Design abholen kann, ob ihr sagt, yo, ist auf jeden Fall eine witzige Idee mit dem Burger und dem Axel obendrauf oder ob ihr sagt, Digga, der Typ ist einfach nur peinlich und genauso die Pfeife. Überlegt es euch auf jeden Fall, es gibt nur 300 Stück, schaut mal vorbei, ob es noch welche gibt, wenn das Review online kommt. Ansonsten schaut definitiv auch auf Insta vorbei, weil genau diese Pfeife, die jetzt gerade hinter mir steht, könnt ihr noch gewinnen. Also wenn ihr Bock drauf habt, einfach mal auf Instagram vorbeischauen. Da wird sicherlich schon das Gewinnspiel oben sein oder demnächst kommen. Ja, ansonsten danke fürs Zuschauen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben oder Abo da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht es gut. Eure Shisha WG.